Baby Kettner raus! Sie klaut gerade grandios meine Wortwitze. Ja. Ich klaue gerade grandios deine Wortwitze. Weil irgendwie erinnert er Ja. mich an Ratneros, Ja, so ein bisschen, ne? aber als mit einem Das ist Katzengesicht total putzig irgendwie. und davon das Baby dann auch noch. Ja. Bringt den Geist des Feuers in den Tempel der fünf Sonnenaufgänge. Ja, komm mit, kleines gelbes Ding, du. Laufen, laufen, laufen. Baby Katneros. Baby Kettneros. Ja. 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 Dann nehmen wir die Rolle doch mal wieder rein. Ja, immer schön dich abfackeln lassen. Voll Ja. am Failen. Total. Macht doch Spaß. Movement Krüppel. Macht schön warm an den Pappes. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ich glaube darüber. Ja, in der Mitte, genau da die Treppe hoch. Ah, zum Starttempel sozusagen. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Kann sein. Oh mein Gott, Treppen. Und das mit meinem dicken Hintern. Eieieiei. Eieieiei. Oh, ich fühle mich gerade echt ein bisschen, naja, ziemlich viele Treppen. Aber dafür die Aussicht dankt es einem. Ja, fall noch runter. Na, guck mal von hier. Ist ja eigentlich ganz putzig. Toll. Ja. Dann bringen wir das Kätzchen mal hier rein. Das Elementarkätzchen. Wie auch immer man das Ding nennen mag. Ja, kommst du mal hinterher? Lauf doch einfach. Lauf doch einfach. Lauf. Lauf! Lauf. Yay! Und da. Und fertig. Abgeben, abgeben. Ich bin jetzt übrigens mittlerweile schon. Was? Level 5. Yay! Wow. So schnell kann es gehen. Die singenden Teiche. Dann suchen wir doch mal Eiser-Wolkensänger an den singenden Teichen. Mal schauen, wie wir da hinkommen. Da? Da lang? Nee. Runter? Hättest du nicht aus der Mitte nach links? Ah, nee, 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 Da nee. lang? Ja, nein. Da lang? Ja. Okay. Du musst schon auch mal ein bisschen lesen. Ich muss zu den singenden Teichen. Ja. Muss ich da lang? Ich könnte sein. Dann gehen wir doch mal Ich hier kenne lang. das leider nicht direkt alles auswendig. Verdammt, aber du hast doch schon durch. Toll. Einmal da irgendwie so. Und da nebenbei habe ich viel Lustiges erzählt. Ja, dann erzähl doch mal weiter mit und so. Ja, na, was? Ich habe heute ja schon alles einmal erzählt. Ach Gottchen, oh mein Gott. Das sieht lustig aus. Das sieht sehr lustig aus. Das sieht aus, als würde man nasse Füße bekommen. Ja. Neue Quest? Was haben wir hier? Oh, ein Händler. Gleich mal ein bisschen Inventar leer machen und so. Das verkaufen, das verkaufen, das verkaufen. Und weiter geht's mit der lustigen Questparade. Was hat der denn für einen Gesichtsausdruck? Sieht aus, als würde er irgendwas Komisches riechen. Und dann gehen wir noch mal zu Aisha. Stinktier! Ich bin ein Stinktier! Ich bin ein Stinktier! Gut. Nächste Quest. Findet einen Weg über die Balancierpfähle und läutet die Ausbildungsglocke. Und besiegt sechs Tushui-Mönche auf den Balancierpfählen. Stinktier, Stinktier. Yay. Dann hüpfen wir noch mal drauf. Wie geht das? Wo komme ich hier hoch? Du musst ihn nicht oben anklicken, das ist ein bisschen bescheuert. Ah. Prost.
Ah, so. Ich will dich töten. Nee. Nicht immer gleich töten. Ich will dich runterschubsen. Besiegen. Ich will dich runterschubsen. Nicht töten. Runterschubsen. Geht doch. Runterschubsen. Der ist zu weit weg. Dann gehen wir mal hier hin. Mal gucken. Ah, jetzt geht's. Ja, ist ein bisschen tricky mit den Pfählen. Oben funktioniert es nicht, wenn man die oben anklickert. Und ja. Und weiter. Na, passt das? Nee, passt noch nicht. Nächster Fall. Ich hüpfe einfach mal ein bisschen lustig weiter. Auf die nächsten paar Pfähle. Ich will immer rollen. Das ist echt sehr, sehr komisch. Dann ziehst du irgendwo anders hin. Na, die Fähigkeit macht da aber auch kaum Sinn. Aber ich will ja immer Was nichts sagen. ist das denn? Blackout-Kick? Ja. Ah, da geht's lang. Oh, da ist noch einer. Juhu! Man kann hier doch recht weit springen. Das finde ich ganz gut. Das ist doch sehr, sehr vorteilhaft. Darüber komme ich zwar nicht, aber da komme ich auch nicht hin. Ey, haut der einfach ab, der Sack? Ich spring dir hinterher. Achso, diese komischen Dinger hier brauche ich auch noch, oder? Ja, kannst du ja dann danach machen. Stimmt. Ich muss ja nur dahinter erstmal und Glocke läuten. Du bist fertig damit. Naja, komm, den einen schubsen wir jetzt noch runter. Wenn ich schon mal angefangen habe damit. So, und hüpfe die Hüpf. Und Glocke läuten. Ja, um hier wieder runterzukommen, muss man rüber irgendwie auf diese Pfeiler an Land. Und dann kommt man wieder runter. Ihr seht, hier ist kein so ein Pfeilchen. Sammeln wir jetzt einfach mal das Holz noch ein, um das hier schnell fertig zu machen. Ah, Hilfe! 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 Ich werde verfolgt! Lass mich in Ruhe! Ja, die Kraniche sind ja eigentlich harmlos, aber die betrachten einen dann doch als Beute, wenn ich das hier so richtig sehe. Als Frosch ist man ja auch eine sehr leichte Mahlzeit für die Viecher. Oh, schon wieder so ein komisches Vieh. Lass mich in Ruhe. Ey. Dann müssen wir dich halt töten. Warum auch immer verschwinden hier einige manchmal? Weil da andere Leute, guck mal, da hüpfen überall Frösche rum. Verdammt. Yay, geschafft. Dann kann ich jetzt abgeben gehen. Oh, Frosch. Bär, Stinktier, Bär, Stinktier. Oh Mann, ey. Das geht doch mal gar nicht. Ach, hier ist er. Dann abgeben, abgeben, abgeben. Oh, kleine Quest. Dann nehmen wir die auch noch. Der Stinktier. Mann, 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 Mann. Aber guck dir mal sein Gesicht an. Das sieht wirklich aus, als hätte er irgendeinen komischen Geruch in der Nase. Ich hab doch gar nicht gepupst. Jetzt grinst er. Ja. Wie süß. Ja, gut. Da unten gibt es jetzt die nächste Quest. Und weitermachen. Wieder ein Stinktier. Ey, die sollten echt mal irgendwas mit diesen Teichen machen. Ach, Junge, geh doch mal aus der Tussi raus. Sprecht mit dem alten Lang bei Langs Refugium. Dann suchen wir doch mal den Lang. Yay! Super Stinktier! Was ist hier? Hier wird man irgendwie gar nichts. Ja, was ist das eigentlich? Quaking Palm strikes the target with lightning speed. Ach, das ist der Stun. Muss ich jetzt hier hochlaufen? Oh Gott.
Warum ist das ja eigentlich alles so bergig? Ich weiß es nicht. Aber du hast doch schon einen Panda gespielt. Du hast doch bestimmt schon die komplette Lore erkundet. Natürlich, aber das möchte ich nicht verraten. Och Mann. Wasserkneifer. Soll ja spannend bleiben. Ja. Oh, hier kann ich runterfallen. Juhu. Wasserkneifer, Wasserkneifer. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Viel Spaß. Ja, werde ich haben, um euch das Elend hier zu ersparen. Machen wir mal ein bisschen Progress. So nicht. Verdammt. Ey. Ach, meiner. Nee. Verdammt. Yay, meiner. Ach, wie süß. Wo bleibt ihr, ihr Viecher? Hallo? Hallo? Ja, nicht du, Panda. Ich brauch Wasserkneifer. Oh. Da ist er, meiner, 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 meiner. Und töten! Yay! Judy, was brauchen wir noch? Perle, 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 Perle. Wo ist die Perle? Ist bestimmt da unten irgendwo. Ja. Das sieht tief aus. Können Pandas eigentlich schwimmen? Oder gehen die einfach nur unter? Oder schwimmen die oben aufgrund des... Ja. Okay, sie können schwimmen. Ich dachte schon, aufgrund der Isolationsmasse wären sie vielleicht so leicht, dass sie oben bleiben. Das hast du aber interessant ausgedrückt. Ja, man will ja nicht unbedingt direkt sagen, dass sie fett sind. Das sind sie ja auch nicht. Nein, sie sind ein bisschen Kräftig gebaut. pummelig Ja. und total niedlich. Vor allen Dingen die Weibchen. Ja, man kann sogar im Wasser rollen. Wie cool. Und jetzt sieht man auch wieder mein Schwänzchen. Haha. Also das am Po. Das am Kopf sieht man ja schon öfter. Yay! Level up, Level up. Hurra! Level 6! Das ist ja sensationell. Ja, es ist cool. Es geht voran. Es geht voran. So, was habe ich denn jetzt gekriegt? Ich habe eine neue Rüstung. Die lege ich doch gleich mal an. Und einen neuen Gürtel. Und was zu essen. Lecker. Ominom. Barfood! Nee, Bein, verdammt nicht. Fleisch. Doch kein Barfood. Schade, schade. Was muss ich denn jetzt machen? Bein, Fleisch. Ich muss zum Geist. Was? Gelangt zum Deich der Teich der Reflexion, Mordor? Bein, Fleisch. Ja. Augen auf beim Questenlauf. Pool of Reflection? Ist das das Ding hier? Nein. Nutzt doch die dir von Blizzard an die Hand gegebenen Tools, die es viel einfacher machen. Ja, überredet den Geist des Wassers zu einem Spiel. Wo ist der Geist Sag des mal, Wassers? siehst du nicht diese Massen an Pandas, die da ständig hin und Ah! her rennen? Ja, Oh ja, 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 ja. Mann. Ja, okay. Ich bin ein bisschen blind. Ich gebe es ja Ein zu. bisschen, ein bisschen, Ja. ein bisschen. Komm raus, kleiner Geist. Schuh, der Geist. Juhu! Der sieht aus wie ein Fisch. Kopf. Ich finde, es sieht aus wie ein Vogel. Ich finde, der sieht aus wie ein Fisch. Ich finde aus, der sieht aus wie. Du Was? Ich finde. findest aus, er sieht aus. Ja, ich finde. Ja, das finde ich. Was findest du? Ich finde schon, ja. Yay! Fliegende Teddys! Das ist aber ein tolles Spiel. Wir lassen uns von einem Wassergeist in die Luft jagen. Ja, und du verkackst dich ständig. Ja, ich bin halt für sowas nicht geschaffen. Ich bin zu langsam. Ich bin nicht pro genug. Wie Mr. Derafin. Ja. 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 Ja.
Du machst dich gerade über mich lustig. Nein, würde ich nie wagen. Ja, mach nur weiter so. Was? Wer hat denn gerade den Mob invite? Mop, 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 mop. Mob, mob, mob. Ja, das Geräusch habe ich irgendwie den halben Tag heute schon gemacht. Ja. Mop, 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 mop. Ach, da ist ja unsere kleine Mob, Freundin mob, wieder. mob, mob. Mop, 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 mop. Yay, ich glaube, ich habe neue Handschuhe bekommen. Ja. Handschuhe des spritzenden Wassers. Ei, 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 ei. Sehen sogar, glaube ich, ganz gut aus. Ach, der Typ mit dem Karren. Er hat den Karren repariert. Und jetzt kann man schön auf den Karren fahren. Und wie man sehen kann, ist schneller als laufen. Wahnsinns schneller. Sieht so putzig aus. Höllenspeed. Höllenspeed. Ja. Ja. Ach, die Briefkästen sind auch ganz putzig gemacht. Ja, gefällt mir. Also ich muss sagen, ich bin sehr begeistert von dem Startgebiet bis jetzt. Sieht echt sehr, sehr stimmig aus. Asiatisch ist zwar sonst nicht so mein Ding. Auch nicht beim Essen. Aber so das Startgebiet ist echt sehr, 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 sehr nett gemacht. Doch sehr liebevoll, muss man sagen. War bis jetzt eigentlich immer so. Ja. Das schon. Aber man muss sagen, so einiges ist dann halt manchmal nicht so gelungen. Hey, du kannst nicht draufspringen. Etchi, mein Karren. Was ist denn nicht so gelungen? Ja, sagen wir mal so. Ich finde jetzt so die Dragon Soul Instanz nicht so toll gelungen. Wovon redest du gerade? Ich denke, du bist beim Panda-Startgebiet. Ja, das finde ich sehr gelungen. Ach so, ich dachte, du meinst jetzt einige Sachen, die da drin nicht so Nein, 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 gelungen nein, ich sind. meine allgemein in WoW. Ja, heul halt rum. Mi, 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 mir passt das nicht. Mi, 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 mir Ich passt habe nicht dies nicht. gesagt, dass Mi, es mi, mir nicht passt. mi, Ich habe nur ich will eine festgestellt. Extrawurst. Willst du mir jetzt meine Meinung streitig machen? Willst du mir sagen, ich darf keine eigene Meinung haben, dass mir das Ja. nicht gefallen darf? Ja. Okay. Das finde ich nicht gut. Nein, passt schon. Hab ruhig deine Meinung. Ist ja Da muss okay. ich lang. Da muss ich lang und ich glaube, ich muss Häschen töten. Oh nein. Häschen. Hier. Süße Oh, ist Häschen. das Viech toll. So ein williges Reittier. Bestimmt süß und flauschig und kuschelig. Und da wird einem nie kalt. Ja. Ein Feld. Yay. Mit Möhren. Ach. Wo muss ich jetzt eigentlich weiterhin? Ich brauche hier Kürbisse und Monsterkaninchen. Monsterkaninchen. Hat der eine Windel an? Der hat echt eine Windel an. Naja. Uah. Naja, oder Lendenschurz oder so. Was? Ich suche die Möhren und Karotten und Schau doch einfach auf deiner Karte. ich schaue auf meiner Karte. Ey, verdammt. Ja, wenn du erstmal 10 Minuten überlegst, bevor du angreifst, dann Ja, das ist ja recht. Hier ist einer. Yay, meins. Ich schaue gleich mal auf der Karte. Zwei ist, darunter. Das ist, glaube ich. Klick doch mal bitte die 2 an, dann siehst du es besser. Oh. Da oben ist aber nichts. Oder ist da auch irgendwie eine Höhle oder so? Lauf doch einfach hin. Ich laufe dann einfach mal hin. Machen wir das doch mal. Aber erstmal hier noch. Den mitnehmen. Ah. Rückwärts laufen macht Spaß. Backpedal. Ja, ich bin halt nicht so pro. Das hast du schon mal erzählt. Du wiederholst dich. Ja.
Beides meine? Yay, beides meine. Yippie. Und noch einer für mich. Ich bin jetzt hier mittendrin, aber irgendwie ist hier nichts. Und so langsam, also ich glaube, mehr als drei sollte man nicht auf Schlag nehmen. Ja, wie lauf ist hier? Ja, lauf mal weiter. Oh? Oh? Ja, ja, ah. Ja. Okay. Kürbisse. Stiebitzter Kürbis. Und noch einen bitte. Nehmen wir den pinken mit. Der gefällt mir besser als der grüne. Der sieht gesünder aus. Pink. Ja. Gesünder. Ja. Ja, besser als grün. Besser als grün. Natürlich. So, ey. Ey. Wollt der mir gerade mein Schwänzchen abnagen? Was? Immer diese Kaninchen. Wo muss ich jetzt hin? Du weißt es doch. Wie wär's denn mal mit Brain Axe starten? Dieses Programm hat einen irreparablen Fehler verursacht. Tja. Das ist natürlich fatal. Zu langsam. Oh, verdammt. Oh. Oh. Riesenmörchen. Ominom. Sehr, sehr lecker, sehr, sehr lecker. Ominom, nom, nom, nom. Dann steckst du dir doch in die Tasche und nimm sie mit. Nein. Ich bin fies, ich weiß. Ach, Quatsch. Machen alle anderen auch so. Jetzt stell dich doch wieder zur Linken. Ja. Kommt gleich mach wieder. Mach ich doch gerade schon. Ja, meine. Ominom. Ha. Gudi, weiter. Jetzt brauche ich noch Rüben. Ausgegrabene Rüben. Gott, wo geht's denn hier? Wo muss ich? Warum kann ich nicht? Was denn? Mann, warum gibt's hier keine Rüben? Wo muss ich lang? Rundlicher Möhrenmarker. Oh nein, wie süß! Der hat bestimmt die große Karotte geklaut. Um sie zu verspeisen. La la la. Und raus aus dem Bau. Dann gehen wir nochmal zum Rübenfeld. Mal schauen, ob wir da auch noch so ein Loch in der Erde finden. Finde ich da auch so ein Loch in der Erde? Ich denke nicht. Warum? Warum fragst du mich denn sowas? Weil du das doch schon durch hast. Ja, und ich sag dir nein. Und du fragst warum. Hättest du sagen können, diese... weil ist so. Und warum hast du die Rübe, die da lag, nicht mitgenommen? Wo lag eine Rübe? Links. Ah, ich habe das Glitzern nicht gesehen. Tut mir leid. Oh Mann. Früher gab's sowas auch nicht. Wie blind die Leute geworden sind. Ja, ist echt schlimm. Ja, nee, kann, brauchst du nicht sagen. Du bist hier so ein Blindfisch. Ich glaube, rechts in dir war auch eine. Da! Da! Das ist links. Rechts war da auch eine. Da ist aber auch eine. Und da ist noch eine. Dann beeil dich. Meins! Alles meins! Alles meins! So, fertig. Abgeben. Zum Glück. Abgeben und eventuell... Nee, ich glaube, das wird noch kein Level ab. Und sprinten. Also nicht sprinten, sondern rollen. Da kriegt folgender Satz echt wieder Bedeutung. Ziehe ich Arm und Beine ein, könnte ich eine Kugel sein. Vor allen Dingen bei den männlichen Pandas. Die rollen dann auch durch die Gegend. Wie eine kleine Bowlingkugel. Ja, leider macht man, kann man mit dem Ding nicht pullen. Zumindest keinen Schaden machen. Sonst hätte ich, glaube ich, schon sehr viele Mobs an der Backe gehabt. Ich glaube, ich habe im Tankbaum irgendwie ein Talent gesehen, was dieses Rollen irgendwie verändert. Aha. Das klingt ja witzig. Der fehlende Schlegel.
Den großen Pausenstab, okay. Und was will der jetzt hier noch? Der möchte weggeworfene Holzbretter. Wo muss ich hin? Wo muss ich lang? Da. In diese Richtung. Rollen wir doch einfach. Richtung Haus nehme ich an. Wird es wohl gehen. Ja. Ja, wie ihr seht, die kleine Karte ist auch immer noch grün. Hat sich immer noch nichts Da hat sich immer noch getan nichts in den getan. letzten 20 Minuten. Ja. Sowas aber auch. Ja, Ein ja, 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 Mist. ja, ja, ja. Ja. Ja, ja. 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 Ah, hier sind aber recht wenig Leute. Du stellst dich jetzt einfach dahin, nimmst immer das Holz mit, wenn es wiederkommt, und spammst die restliche Zeit deinen Angriff, damit du ihn mithüten kannst. Verdammt. Und du hast ihn jetzt nicht ein einziges Mal getroffen. GZG. Oh, ja. Ich bin so noobig. Oh Mann. Hilfe. Help. Help. Wo bleibt mein Holz? So, ah, da. Position sollte jetzt auch richtig sein. Vielleicht kommt das Vieh auch gleich wieder. Jo. La la la. Wow. Diesmal ging es recht flott. Hälfte geschafft. Du, 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 du. Noch ein bisschen. Ach Gottchen. Jetzt heißt es warten auf den Gegner. Der müsste gleich wiederkommen. Wo bleibt er? Wo bleibt er? Wo bleibt er? Wut, 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 wut. Ach, nehmen wir mal an. Vielleicht hilft's ja. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Also ich habe vorhin die Erfahrung gemacht, also entweder ich hatte Glück oder und hatte ihn wirklich getappt, oder es geht halt, es kann jeder lügen, der drauf Schaden gemacht hat, wo ich Yay! eher von ausging. Ich hab den großen Pausenstab. Fast. Yippie! Und wieder außer. Ich bin ein so unsozialer Mensch. Wieso? Tja. In Startgebieten in Gruppen zu sein, ist irgendwie sehr, sehr hirnrissig, finde ich. Naja, es ging ja darum, dass alle die Quest da bekommen, obwohl, wie gesagt, ich glaube, es kommt jeder, der drauf Schaden gemacht hat. Da ist ein Typ. Ich habe den anderen gerade echt nicht gesehen. Ach, da hinten ist der. Gott, ey, es ist wirklich. Ich bin so ein Blindfisch. So schlimm. Yay! Level 7! Yippie! Und Blackout Kick. Hä, den habe ich doch schon die ganze Zeit. Das verstehe ich jetzt nicht. Das verstehe ich jetzt wirklich nicht. Den hatte ich schon die ganze Zeit drin. So. Was ist das? Ach, ich muss jetzt irgendwie einen Gong gongen. Da. Da ist der Gong. Gong. Ach, da ist der. Nee, das ist. Sieht aus wie eine Mini-Kuh. Eieieiei. Fordert Schuhs Hilfe an, um Wugu zu wecken. Wugu. Wo ist Schuh? Gucken. Wo ist Schuh? Ich weiß es Wenn du nicht. in die entgegengesetzte Richtung vom Punkt läufst, dann wirst du ihn definitiv nicht finden. Der Punkt ist hier.
ist der Schuh, der Wassergeist. Yay. Dann weck doch den kleinen, dicken Moppel mal. Kunaros. Wach auf, du kleiner Freund. Was? Water Splash Credit getötet? Ja, das ist sehr seltsam aktuell noch. Sehr interessante Ausgabe, ja. Jetzt müssen wir Schuh und Wuhu zum Tempel bringen, wie vorhin den kleinen Feuermoppel auch schon. So. Ist jetzt Schuh mit dabei? Weil ich ja. hab nur Wugu. Ja, das habe ich vorhin auch festgestellt, aber das passt. Hier war doch wieder so ein Karren, oder? Richtig. Da! Dann benutzen wir den doch mal, oder? Ja. Yay! Na komm, du Ochse. Lauf, 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 lauf. Meine Füße tun weh, ich habe keine Lust. Ich mag sitzen.